Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin die Katrin und jede Woche in der Putzshow dreht es sich bei mir rund um das Thema Putzen und Reinigung. Aber wir haben die Adventszeit. Ich habe mich auch schon mal ein bisschen darauf vorbereitet. Und meine Aufgabe ist es, dir schöne Momente zu gestalten und auch Geschenkideen mit an die Hand zu geben. Und deshalb habe ich Tolles aus der Jamako Pflegeserie Time Out. Mein Thema heute, statt Hausputz, Hautputz. Ja, braucht ein bisschen. Also geschrieben sieht schön aus als ausgesprochen. Und folgende Produkte habe ich für dich heute mitgebracht. Es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben, denn die Abschminkpads von Jamako werde ich heute live hier zeigen. Also bleib dran, erstmal folgendes. Zu der Time-Out-Serie gehören unsere Jamako-Fasern rund um die Körperpflege. Und ich bin stolz, sie sind alle ausgezeichnet mit dem EZAF-Siegel. Ich lese das mal lieber ab. Das ist die Europäische Stiftung für Allergieforschung. Ist ein international anerkanntes Siegel und zeichnet Produkte und Services aus für Menschen, die Allergien haben oder eine sehr empfindliche Haut. Und da kommen sie zum Einsatz. Unsere Waschtropfen. Ihr habt sie einmal hier in Natur und hier ist er in einem schicken Orange. Ja, es gab die mal in der Aktion in 4 Farben. Jetzt noch 2. Wer ihn haben will, greift schnell zu. Die sind wirklich, also die Hälfte ist schon vergriffen. Und wir haben eigentlich noch Zeit bis Januar, aber ich glaube, so lange gibt es den nicht mehr. Ja, was können unsere Waschtropfen? Das ist der Waschlappenersatz. Er ist butterweich und er bleibt auch butterweich, auch wenn er nass wird. Meine Kinder lieben ihn. Und es ist auch mein persönliches Geschenk, wenn jemand im Freundeskreis oder auch bei meinen Kunden, also die ein oder andere Mutti, frisch gebackene Mutti, hat so einen Waschtropfen von mir geschenkt bekommen. Es ist ein schönes Geschenk zur Geburt, weil er halt so schön weich ist. Corona-Babys! Hörst du auf! Ja, wir haben eben mal gerechnet, wenn man mal rechnet, Lockdown war im März. Vielleicht habt ihr ja hier und da demnächst Nachwuchs. Nicht nur Klopapier gekauft. Nicht. Hör auf. So, also unser Waschtropfen. 13,48 Euro, eine schöne Geschenkidee, auch für die älteren Herrschaften. Eine Kundin sagte mal, auch die kriegt jetzt meine Oma, die geht nämlich jetzt ins Krankenhaus. Der wird nicht vergessen, weil diese Farbe, die sieht man nachher im Badezimmer. Na, und auch die, gerade wenn die viel liegen und ihre Wäsche. Also es ist wirklich ein schöner Satz. Darf auch nass eingepackt werden in unsere Clickbox. Kommt auch in unserer Clickbox. Dann habt ihr immer euren persönlichen feuchten Lappen dabei. Also Feuchttücher AD, Waschlappen her damit. In 2 Farben, in Natur und Orange. Es geht noch einen Schritt mehr. Wir wollen ja noch mehr was uns Gutes tun. Und da kommt unser Körperpflegehandschuh, da ist er. Im Moment in Pink im Angebot. Es gibt ihn auch noch in Natur, aber ich zeige euch den jetzt mal hier zum Angebotspreis. Gleiche Struktur hier vorne, ist sie ganz butterweich. Und auf der anderen Seite, so, kratzt ein bisschen, ist sie rauer. Das ist die Massagefunktion. Damit hat noch einen Aufhänger, der aber noch eine weitere Funktion hat, nämlich, wenn ich den hier rummache, dann bleibt er auch, wo er ist. Und ihr könnt damit euren ganzen Körper verwöhnen. Unser Körperpflegehandschuh. Wenn Sie wieder aufhaben, ihr Saunagänger da draußen, das ist ein Muss. Vor jedem Saunagang, also vor dem ersten, bitte die Massagefunktion aktivieren und dann in die Dampfsauna gehen. Ihr werdet einen Unterschied merken, das garantiere ich euch. Und was ihr da alles an Hautschüppchen runterholt. Also, der ist ein Muss, 19,30 Euro in dem schicken Pink. Gibt es auch noch in Limettengrün. Gucken im Online-Shop einfachsauber24.de, da findest du noch die andere Farbe. Jetzt sind wir schön gereinigt, porentief, denn das funktioniert auch mit den Fasern. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen duschen. Und da gibt es auch aktuell super 4 Düfte. Wir haben sie alle 4 im Einsatz, ich konnte mich halt nicht entscheiden. Nummer 1 ist unser Pure Kashmir. So sieht es ja aus. In der 200 Milliliter Dose. Da bin ich noch. Auch, ich habe jetzt gehört, der Duft bei einem Duschbad oder überhaupt bei Pflegeprodukten ist wahnsinnig wichtig. Da bin ich ganz bei dir.
Was jetzt aber, wenn wir Produkte haben, nämlich sowas hier, was gut riecht und noch frei von jeglichen Schadstoffen ist. Keine tierischen Inhaltsstoffe, nur hoch, jetzt habe ich den Faden verloren, Olivenöl zum Beispiel mit drin. Natürliche Inhaltsstoffe sind drin. Frei von PEGs, Mineralöl, den ganzen Müll ist hier nicht drinnen. Und das für 8,63 Euro. Also da tut ihr euch was Gutes. Von der Konsistenz, Konservierungsstoffe auch nicht drin. Also wenn das mal im Deckel hier so aussieht, als ob da so gerammt Butter drin ist, dann weil es halt keine Konservierungsstoffe hat. Aber es ist ja nicht schlecht. So, da seht ihr das mal von der Konsistenz her. Ja? So, ja, das ist halt schön milchig. Und bei den Creams ist es tatsächlich so, da habt ihr euch das Eincremen danach gespart. Es sei denn, ihr habt sehr trockene Haut. Dann bitte die Bodycare Cream. Guckt ihr die Sendung von letzter Woche? Ja. Dann ein weiterer Duft. Ziehen wir durch, wir haben noch ein bisschen was vor. 8,63 Euro kommt unser White Peach. Sehr fruchtig, sagt der Name als solches. Und jetzt zeige ich euch mal was. Was ist das denn bitte für eine schöne Kombination? Eine schöne Geschenkkombination. Ja, diese Farbe. Und wenn es nicht zu Weihnachten ist, der nächste Geburtstag kommt bestimmt. Also 8,63 Euro auch hier. Nächste kommt zackig. Auch hier gibt es nicht viel zu erklären. White Rose, ja, wie der Name schon sagt, sehr blumig. Auch schick, schick. Auch hier, schöne Kombination. Gucke mal. Also wenn das mal nicht... Und jetzt noch einen pinken Haarturban dazu. Also dann seid ihr doch perfekt. Also das ist ja mal für Lady in Pink. Ja, und an die Männer haben wir auch noch was gedacht. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Unser Deep Forest. Würzig, holzig. Also da riecht euer Mann wie ein Tannenzapfen danach. Glaubt's mir. Also wenn er ans Bad geht, da denkst du, stehst im Wald. Das ist so ein geiler Duft. Allerdings anders, denn er hat eine Gelstruktur. Also für die, die nicht so gerne sich eincremen, hiermit seid ihr bestens aufgehoben. Wo schmiere ich mir das denn jetzt hin? Ich rieche gleich hier, wie als ob ich mein Lieblingsparfüm mitgebracht habe. Pröbchen. So, also, das haben wir. Kommen wir jetzt zu den Abschminkpads. Premiere. Ich habe mich schon auf Putzpartys abgeschminkt. Gut, das war aber dann 5, 6 Leute. Jetzt habe ich hier ein paar mehr. Dann ist das jetzt so. Ich freue mich. Erstmal, ich gehe mal ein bisschen näher dran. Ich habe mich heute ein bisschen mehr geschminkt. Kann man das sehen? So. Und falls es schon dem einen oder anderen aufgefallen ist, das Auge ist blau. Das Kette. Die Kette. Ach, die Kette. Mach ich nach hinten. Das Auge ist blau, das nicht. Warum? Ich bin Kontaktlinsenträger. Die habe ich jetzt mal rausgenommen, damit ich diese Seite abschminken kann. Vorher zeige ich euch noch, wie die Abschminkpads aussehen. So. Klein wie ein Wattepad. Doppelt gewebt und sehr eng gewebt, was dafür sorgt, dass ich das tatsächlich nur mit Wasser und dem Wattepad alles abbekomme. Ich habe drauf Make-up, Concealer, Wimperntusche und ja, 80-90% aller wasserfesten Wimpern, Mascaras bekommt ihr auch damit abgeschminkt. Bisschen Lipgloss habe ich auch noch drauf, Rouge. Los geht's. Ich habe hier mal Wasser und dann schminken wir mal ab. Ich gucke zwischendurch mal nebenan, da habe ich so einen kleinen Bildschirm, da sehe ich mich. So. Augenbrauen habe ich auch geschminkt. Man achte auf das Gesicht. Ich glaube, jeder macht so ein Abschminkgesicht. Ne? Ich mache aber nur die Hälfte. Ja, gucke mal. Da geht schon einiges runter. Jetzt gehen wir mal in die Augen. Einfach mal ein bisschen hin und her. Nicht so viel, weil... Oh, ja. Da hängt jetzt schon mal drin. Wenn ich jetzt so mache, habe ich keinen schwarzen Streifen. Das bleibt alles in der Faser drin. Deswegen, bei mir geht auch ein Abschminkpad pro Tag und dann fliegt das in die Waschmaschine. Ihr dürft alle Fasern, ob Waschtropfen, Reinigungshandschuh oder auch die Abschminkpads, dürft ihr bei 95 Grad in der Waschmaschine waschen. So. Und? Ja, ich bin halt rot, ne? Das ist immer so. Also es passiert, ich habe halt deswegen das Make-up. Und? So. Mal ein Check aus der Regie, wie sieht's aus? Habe ich noch was vergessen? Nö? Also, schöne Seite. Damit kann ich schon ins Bett gehen, damit noch nicht. Also das ist das Abschminkpad.
Gucke mal. Da hängt der Mascara drin. Ja. So. Und das geht auch alles wieder raus beim Waschen. Ihr tut was wahnsinnig Gutes für die Umwelt. Und natürlich auch für euer Portemonnaie. Überlegt mal, wie viele Wattepads man braucht. Oder diese Abschminktücher. Und nochmal, ich will gar nicht wissen, was da alles drin ist. Hier nur Wasser. Kann ihn jetzt mal auswaschen und dann noch die andere Seite machen, aber ansonsten, ich bleib jetzt einfach mal so, die Seite ist einfach, sieht besser aus. Oh, Kletschauge. Also, unsere Abschminkpads in der Clickbox. Es ist noch ein kleiner Waschsack mit dabei, damit der auch schön alle 7 wieder rauskommen. 7 Stück sind drin, weil 7 Tage und dann schafft man das. Also in 7 Tagen hat man auf jeden Fall mindestens eine 60-Grad-Wäsche da. Aber ihr dürft sie auch bei 95 Grad verwenden. Also ihr lieben Kosmetikstudios da draußen, das könnte auch was sein. Denn so eine Mülltonne zu sparen, weil man weniger Wattepads benutzt, nee, so, ne, ist schon was. 30,46 €. Und zu guter Letzt, denn sie sind noch im Angebot, unsere Gesichtspflegepads. Ich schmeiß hier alles voll. So, da sind sie. Jetzt da an dieser Stelle mal die Frage, was ist der Unterschied? Ganz klar, der ist einfach, da ist nichts doppelt. Er ist auch viel, also weniger Fasern. Und Gesichtspflegepads, das ist für die Mädels unter euch, die gar nicht viel schminken. Die vielleicht einfach nur ein bisschen Rouge auftragen, mal ein bisschen Wimperntusche morgens, wenn überhaupt. Aber trotzdem, wir haben Hautschüppchen, wir haben eine fettige Haut und alle Fasern erhalten die Schutzfunktion der Haut. Und auch die will ja gereinigt werden. Nur mal mit einem Lappen drüber? Nein. Ich verwende sie sehr gerne um meine Gesichtsmaske. Ja, ab einem gewissen Alter braucht man auch mal eine Gesichtsmaske. Ich habe da auch mal eine mitgebracht. Die trage ich jetzt. Oh, heute ist das volle Programm hier. So, ich habe da jetzt einfach mal eine schöne. Gleich bin ich noch roter, aber Gott. Lacht schön kaputt hier. Ja, so sieht das aus. Und wichtig, immer dieses Gesicht dabei zu machen. Machen sie alle. Glaub mir, machen sie alle. Ich würde so gerne mal, schickt mir mal ein Foto, wie ihr guckt, wenn ihr euch abschminkt. Ja, immer den Mund so nach unten ziehen. So, komm, geht noch ein bisschen. Gott! Viel hilft viel. Viel hilft viel, genau. Ja, guck mal, ja, Gott sei Dank, wenn ich so mit dem Auge gucke, sehe ich super aus, weil da ist ja keine Kontaktlinse drin. Also, auch hier, das Gesichtspflegepad nass machen mit Wasser. Und jetzt kennt ihr das. Ihr habt das ganze Gesicht voll mit dieser Maske. Ja? Wasser und das klebt ja. Jetzt aber, zack und weg. Hier habe ich noch was. Ach ja, hätte man mal einen Spiegel hier hängen sollen. So, gut, jetzt bin ich sehr rot. Ne? Das ist halt nach einer Maske. Jetzt bleibe ich so. Jetzt rede ich nur noch von der Seite. Also unsere Gesichtspflegepads. Auch ein ganz tolles Geschenk, gerade für den Preis. 12,51 €. Ihr lieben Muttis da draußen, wenn ihr noch kein Geschenk habt für die Lehrerin, fürs Wichteln oder für die Kita-Mutti, das ist doch mal was. Und die werden begeistert sein. Und liebe Teenies da draußen, auch alle die mit Neurodermitis oder mit Pickleface, ja, mega. Also das ist mal eine sanfte Reinigung. Und wenn man das nach und nach macht, holt ihr alles daraus, was rauszugehören ist. An dieser Stelle werde ich jetzt mal, meine kann jetzt mal hier alles ausschalten. Wir sind am Ende unserer Sendung. Nee, ich gehe nicht auf die andere Kamera, da muss ich ja auch seitlich gucken. So, so. Ich kann ja so eine Blume hier hinhalten. So, nein, alles gut. Gucke mal, vor das Kletschauge. Also ihr Lieben, ich danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat und du Spaß mit mir hattest, dann lass uns nächste Woche noch mehr Spaß haben, denn das wird vorerst die letzte Sendung in dem Jahr sein. Wir sehen uns dann Donnerstag, also 19 Uhr. Hat dir das Video gefallen, lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und folg mir hier unten auf Instagram. Cemako_katrinbeck.tv. Ich nehme dich mit in meinen Putzalltag. So was so tagsüber alles so anfällt, das findest du hier bebildert und mit lustigen Videos auf Instagram. Facebook natürlich auch. Also ich freue mich über deine Kommentare und ich freue mich auf die Fotos. Schickt sie mir doch bitte. Wie seht ihr aus, wenn ihr euch abschminkt? Oder auch gerne Erfolgserlebnisse. Ihr Lieben, habt einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund.
eure Katrin. Tschüss!